Mein Go-To-Move ist der Eurostep. Ich glaube, die wichtigsten Teile am Move sind einfach, dass man die Geschwindigkeit ändert und die Richtung ändert. Ich glaube, wenn man die Richtung ändert, ist es ziemlich schwer, den Move einfach aufzuhalten. Und bei der Geschwindigkeit ist es eigentlich das Gleiche. Wenn man, glaube ich, sozusagen große Stripes macht, hat man auch ein bisschen einen Vorteil, den Move über eine größere Distanz anzuwenden und den Ball manchmal auch früher aufzunehmen und in die Kontakte zu gehen. Ich glaube, die meisten sieht man den Move oft bei Giannis oder generell bei Leuten wie bei LeBron oder sowas. Und ich glaube, dann kommen die halt aus Transition raus. Und da ist es generell einfach schwer, jemanden zu stoppen, der mit Full Sprints über 6'8 ist und den Ball irgendwie auch manchmal oben beschützen kann oder auch unten, um einen Foul zu ziehen. Und mit der Geschwindigkeit ist es dann eigentlich ziemlich schwer, jemanden zu stoppen.